habe ich mich um auf die Minute hingelegt, Licht aus, 20 Minuten später, weil ich gelernt habe, ich musste keinen Wecker mehr stellen, das hat alles funktioniert von alleine, weil es einfach, man sich so stark an diesen Rhythmus gewöhnt hat und sich so diszipliniert daran gehalten hat. Ja, bitte rufen. Ich glaube, Frage, gibt es wirklich den lastbaren Langzeit für die Techniken? Also ich meine, die Frage ist, ich kann es kurzfristig natürlich machen. Die Frage ist, was passiert in 20 Jahren mit meinem Körper? Ja, also bin ich mir wirklich sicher, dass ich da keine Schäden davon trage? Oder ist es sozusagen jetzt Spekulation, dass es halt geht und keiner weiß, wie lange da meine Lebenserwartung zum Beispiel wäre? Also die Frage war, gibt es Langzeitschäden, gibt es Langzeituntersuchungen, was Effekte gibt? Erstmal von der wissenschaftlichen Seite. Es gab nichts, was dafür jemals in wissenschaftlichen Magazinen veröffentlicht wurde. So, also es ist nie von der wissenschaftlichen Gemeinde wirklich revealed worden. Es gab einen Lauf von Studenten in Cambridge, der etwas mal zu 20 angefangen, da wurde aber auch nichts wirklich darüber veröffentlicht. Es gibt ein Buch von Claudius Dandy, der hat sehr exzessive Forschung getrieben, der hat es aber auch nur als Buch veröffentlicht, sich nicht der Kontrolle der wissenschaftlichen Gemeinschaft zog. Das heißt, es gibt in dem Sinne über eigentlich nichts da irgendwie wissenschaftlich belastbare Daten. Es wird nicht als belastbar anerkannt in der wissenschaftlichen Welt. Grundsätzlich hat es noch niemand wirklich, also was du als Langzeit bezeichnest, durchgeführt. Es gibt Leute, die haben das mal 2 Jahre gemacht, mal 3, 3,5 habe ich mal gelesen, aber mehr habe ich dann auch noch nicht mitbekommen. Es gibt da keine Daten. Kann sein, dass du dann mit 40 stirbst, aber es kann sein, dass alles nur 120 Jahre alt ist. Also es funktioniert ja in beide Richtungen. Es gibt Versuche mit Tieren, also nicht Versuche, aber blödes Wort, Untersuchungen mit Tieren, die einfach mal gemacht haben, umso länger man, also Skala mal aufgestellt, wohl, es gibt ja Tiere, die unterschiedlich schlafen, die werden unterschiedlich alt. Und da haben wir mal so ein bisschen untersucht, wie hängt das zusammen, die Intensität des Stoffwechsels, wie lange man schläft. Und eines der Ergebnisse war halt, umso länger das Tier schläft, umso früher stirbt es. Also in dem Zusammenhang bin ich sehr zuversichtlich, dass ich es nicht mehr erlebe, wenn ich das mache, aber mal gucken. Ja, du erstmal. Ja, gibt es irgendwelche Hinweise, dass das mal historische Persönlichkeiten gemacht haben, irgendwelche Künstler oder irgendwelche Politiker? Ich habe mal gehört, Leonardo da Vinci soll das geschrieben haben. Also die Frage war, ob es schon in der Geschichte Persönlichkeiten gab, die das gemacht haben, wie Leonardo da Vinci zum Beispiel. Ja, da Vinci habe ich auch gehört, das stammt aus dem Buch von dem Claudius Dampi, der sich aber auch da auf ein Gerücht bezogen hat. Also das ist alles sehr unbestätigt. Es gibt Gerüchte, dass es Einstein gemacht hat und Newton. Es gibt Gerüchte über da Vinci, genau, die sich sogar sehr gut halten. Bitte? Napoleon? Weiß ich nicht, bin ich gelesen. Es gibt aber auch Daten, es gibt zum Beispiel einen Professor, der hat in Stanford gelehrt, Buckminster Fuller, ich weiß nicht, wie es jemand das sagt, der hat das sogar als Experiment lange gemacht, der hat es über 2, 3 Jahre oder so gemacht. Da gibt es mehr oder weniger viele Augenzeugenberichte, die das irgendwo mal festgeschrieben haben, dass der das gemacht hat, da ist das mehr oder weniger anerkannt. Also das ist, der hat das richtig gemacht. Bitte. Fragen? Fällt man noch in Tiefschlafphase, die ja für den Körper sehr wichtig sind, oder? Also die Frage war, fällt man auch noch in der richtigen Tiefe der Schlafphasen? Also es gibt ja verschiedene Schlafphasen in dem Sinne, die Phase, die man in diesen 20 Minuten erreicht. Also am Anfang natürlich nicht, ne? Weil der Körper erstmal 20 Minuten rumdümpelt. Am Anfang stellt man, da dümpelt man rum, wie du gesagt hast. Aber nach dann 3, 4 Tagen, wenn der Körper merkt, ich muss mich anpassen, ich muss hier schlafen, dann fängt er an, diese 20 Minuten für diesen REM-Schlaf zu nutzen, dieses Rapid Eye Movement Schlaf. Und den nutzt man dann wohl sehr intensiv, 20 Minuten lang. Also diese 20 Minuten wären dann REM-Schlaf. Ja. Wie lange hast du das getestet und warum hast du aufgehört? Ich habe aufgehört, weil Klausurphase kam und ich Schiss hatte. Ja, also das war irgendwie. Wie lange war deine Testphase? Ich habe es nur eine Woche ausprobiert. Oh. Ja. Also wie war die Reaktion der Umwelt nach diesen 1, 2 Wochen? Bestürzung, Angst, nein, also ein paar Leute haben sich natürlich Sorgen nicht gemacht, so von mir, was ist jetzt, wenn du jetzt nicht so stirbst, wenn du das machst, also meine Freunde halt, die waren da erstmal so, was, du musst doch schlafen und so.
Also das ist eine Seite, so, also die guten Freunde in dem Sinne, die machen sich Sorgen um einen. Das denke ich, ist da schon ein Element, weil es halt auch nicht wirklich erforscht ist. Sonst, klar, man muss damit klarkommen, dass man irgendwie so ein Weirdo ist. Ne? Wenn man fünfmal am Tag dann schlafen geht, das ist komisch. Ja, das ist eine Sache, die jetzt vielleicht nicht so cool kommt bei manchen, weil die irgendwie kein Verständnis dafür haben. Es gibt halt noch keine anerkannte Szene dafür oder sowas. Deshalb ist man erstmal dann irgendwie Weirdo, auf jeden Fall. Variiert das bei dem System auch, dass ich vielleicht nur 15 Minuten Nap machen muss und andere 25? Oder? Also die Frage war, nachdem manche Leute 10 Stunden Schlaf am Tag brauchen, andere 6 Stunden, ob das bei dem System auch variiert pro Mensch? Einfach eine Antwort, ja, genau. Ja. Also man sagt 15 bis 25 Minuten, das aber dann schon mehr oder weniger harte Grenzen, weil 30 Minuten ist bei fast allen Menschen zu lange einfach. Dann funktioniert das wohl nicht mehr. Ja, 15 bis 25 Minuten. Ich habe gelesen, dass Einstein 18 Minuten geschlafen hätte. Also man gewöhnt sich da selber dran und findet das einfach gut. Ja. Wenn es Leute gibt, die das 2 bis 3 Jahre gemacht haben, ist bekannt, aus welchen Gründen die das dann abgebrochen haben, nachdem sie ja doch relativ intensiv darauf eingestellt waren und es durchgezogen haben? Also die Frage ist, warum die Leute, die das 2, 3 Jahre gemacht haben, warum die dann aufgehört haben? Teilweise, weil sie ein Kind bekommen haben. Das war zum Beispiel eine Frau, die ist schwanger geworden, hat ein Kind bekommen und das Kind hat nicht mehr zugelassen, dass sie nicht aussuchen kann, wann sie 20 Minuten schläft. Aber das ist doch normal das auch so. Bitte? Bitte? Das ist normal, aber auch so. Da muss man auch nicht überschlafen nach dem Wecker. Ja, genau. Also, da hatte ich auch gehört, weil man muss sich halt diszipliniert an diesen Rhythmus halten. Eine andere hat gesagt, es hat für ihn nicht gepasst, als Polyschläfer in einer Welt zu leben von Leuten, die monophasisch schlafen. Es hat ihn gestört, dass er selber immer planen muss. Und es hat ihn auch wohl sehr gestört, dass er nicht mehr jeden Abend neben seiner Frau einschlafen kann. Das sind Gründe, die ich da sehr oft lese, was ich da genannt habe bei Auswirkungen. Also dieses Planen, dieses dauerhafte Nachdenken müssen, diese Einschränkung, das ist auch diese wertvolle Tageszeit abgeben, wo ich mit meinen Kindern spielen könnte, gegen Nachtzeit eintauschen, wo ich arbeiten kann. Diesen Handel wollen manche rückgängig machen und sagen, ich nehme diese eine Stunde mehr am Tag und gebe dafür die 8 Stunden ab, das ist mir wert. Das sind Gründe auf jeden Fall. Ja. Gibt es Erkenntnisse darüber, dass man vielleicht sogar besser lernen kann oder besser aufnahmefähig ist, wenn man diesen Mensch probiert? Also natürlich ist belastbar das, ne? Aber also die Berichte, diese subjektiven Berichte der Leute, die es gemacht haben, sagen halt, interessanterweise, wenn man so ein Produktivitätslevel sieht von 100%, das man vorher hatte, dann geht man in der ersten Woche runter auf 30, dann der erste Monat, dann geht man so auf 80, aber die haben gesagt, danach ist man dauerhaft auf Monate, jeden Tag so auf 110, 120%. Was ich sehr interessant fand, aber das ist natürlich eine ganz subjektive Beobachtung dann, das muss man dann ja, gucken. Eine subversive Frage, zählt Sex dann zum Wach- oder zum Schlafzustand? Ganz auf den Sex ein. Wir haben tagsüber, wir haben Physiologie. Das trägt sich damit
diese alte Information bekommen. Okay. Also ich fange mal vorne an. Ne? Also wenn wir geboren werden als Babys, dann schlafen wir erstmal natürlich polyphasisch zum Beispiel. Das ist als Beispiel. Babys schlafen mehrmals am Tag, Babys schlafen die Nacht nicht durch. Es ist heute noch jedem Menschen antrainiert, nachts zu schlafen. Wir suchen uns das aus. Das ist nicht zufällig so. Das ist durch die Gesellschaft trainieren wir uns das an. Es war, und das habe ich natürlich sehr recht, es ist historisch so, dass die Menschen irgendwann mal gedacht haben, es macht doch sehr viel Sinn, nachts zu schlafen, weil da ist ja dunkel, da sehe ich gar nicht so gut. Da war ich das doch alles da. So, mittlerweile gibt es aber Lampen, das heißt, das System ist wieder hinfällig, meiner Meinung nach. Ne? Weil wir auch nachts rumrennen können und alles sehen können. Deshalb ist für mich entwicklungsbiologische Modell, finde ich da so ein bisschen fraglich. Ich würde sagen, die Diskussion verschieben wir. Also ich bin gleich hinten bei dem roten Sofa in der Ecke, komm einfach mal rüber, eine Flasche oder so. Die zweite Frage war jetzt nochmal. Achso, genau. Ich weiß es selber nicht so genau. Es ist einerseits der Vorteil, dass man diese Nap fällt man direkt in den REM-Schlaf. Wir haben, wenn wir 8 Stunden am Stück schlafen, dann haben wir dazwischen drin irgendwo 1,5 Stunden REM-Schlaf. So. Und das ist ein sehr wichtiger Schlaf, aber dann haben wir da irgendwie noch 1,5 Stunden drin. Komisch. Wenn wir die Siesta haben oder überhaupt eine Nap, dann haben wir in jedem Nap 20 Minuten oder 18 effizienten REM-Schlaf. Das heißt, wir sparen direkt einen großen Anteil ein, das heißt, wir brauchen direkt weniger Schlaf. Es ist eine lineare Funktion, mehr oder weniger, also pro Nap. Nee, stopp. Wir sparen 90 Minuten, also 1,5 Stunden, so pro 1,5 Naps ungefähr ein. Und wenn wir so linear runter ist, 6 Naps ungefähr. Das heißt, wir sparen nicht, indem wir so viel überproportional an den Übermann haben, sondern es ist einfach nur, weil wir so viele mehr Naps haben und man pro Nap rechnen muss, weil das der REM-Schlaf ist, den man da in so hohen quantitativen Zahlen kriegt, sparen wir sehr viel Schlaf ein. Eine letzte Frage noch. Ja. Also die Frage ist, die Wirbelsäule erholt sich normalerweise nachts, man wird größer, ist morgens größer als abends, wie ist es mit den Naps dann? Schrumpft. Nein, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe schon Zeit, dass ich mitbekomme. Also ich weiß es nicht, das müssen wir erforschen und das ist ja auch Teil des Experiments, solche Sachen zu erforschen. Es ist erstmal so festgestellt worden, dass jetzt keiner gesagt hat, ich habe jetzt irgendwie Körpergröße verloren. Von daher gehe ich einfach mal simpel davon aus, dass der Körper lernt, damit umzugehen. Was aber übrigens der Fall ist, ist, dass die Leute sagen, man sollte nicht 22 Stunden am Tag rumrennen. Jetzt werde ich an einer der Phasen wirklich mal hingucken füllen. Ne? Also man kann auch nicht 22 Stunden am Tag arbeiten, das ist halt einfach anstrengend. Das ist meine Antwort. Dann? Ich habe, als ich Yoga praktiziert habe, 2 Zentimeter zugenommen, bin ich länger geworden. Also das geht auch durch Gymnastik. Also probier's aus. Weniger schlafen, mehr bewegen, gleicht sich dann aus. Gut, vielen Dank, Marcel, nochmal.